damit willkommen zu einem neuen Stream. Und war hier zu warten. Tag 4 der Gamescom. Und ich will noch ein paar einige Demos spielen. Jetzt noch einige Demos, die wir hier auf der Liste haben, die noch gespielt werden müssen. Dieses Spiel wird aktuell entwickelt und viele Sachen, die du hier erlebst, können noch bis zur Veröffentlichung enden. Ja, das ist bei Demos so. Also, das finde ich cool. Hier schon mal voreingestellt, dass das Spiel nicht komplett auf. Ich bin schon Fan von dem Spiel, von den Entwicklern zumindest, dass die hier schon mal darauf achten, dass das hier da Lautstärke Master schon mal ein bisschen. Ich hasse es, wenn Spiele einfach. Wenn du das Spiel startest, und das ist bei fast jedem Spiel so. Bei manchen Spielen ist es extrem, aber wenn du das Spiel startest und das Spiel erstmal auf volle Lautstärke rausgrölt, die Titelmelodie, das dann. Man kann es doch hier, wie die Entwickler gerade eben automatisch erstmal auf 50% oder auf 35% und drunter machen. Wer es zu leise findet, kann es halt höher machen, weil sonst ist dann. Es ist so eine Unart, dass man so das Spiel einfach auf volle Lautstärke starten. Das Spiel macht super. So, wir spielen Echo Genomics. Die Demo. The life of a gnome is typically boring, unpleasant and painfully uneventful. But mine has always been the one exception. And today was no different. Mal den Ventilator aus. Ich kann nicht mehr nachziehen. Es läuft. Es ist natürlich ein Video ein bisschen. Es tut ein bisschen scheiße im Mikro. Sorry. Es heißt. And I couldn't just leave it out there in the woods. It would have gotten wet. And no gnome likes to wet. Nichts von dem verstanden, was ich gesagt habe in den letzten 10 Minuten. It was being guarded by an enormous creature. Mouth like a pointed stick and eyes like the beads of death. But I'd faced these monsters before, so I knew what I was up against, and I wasn't gonna go down easy. Yeah! That evil beast didn't stand a chance. But I didn't come out unscathed either. Finally, I could find out what was in this book. The book contained the most outrageous stories, myths, tales, and legends. All the mysteries of the caves beneath Gnomeville. But there was one in particular that caught my eye. Well, let's get digging. Und hätte schon ganz gut rausgekommen. Let's get digging. Ja, schon fertig. Willkommen in den Höhlen, mein Lehrling. Okay, lass uns mehr Holz besorgen, damit wir mehr Gnome anstellen können. Der Holzfäller wird uns dabei helfen. Stelle ihn auf die Wiese neben den Büschen. Okay, ach, den Holzfäller, den sollen wir auf die Wiese stellen. Super Start die Woche. Jetzt werden all deine Gnome 7 Tage Aktionen durchführen. Außerdem brauchen wir Nahrung, um die Fledermäuse jede Woche zu füttern. Je tiefer wir gehen, umso mehr werden es. Fledermäuse, du musst die Fledermäuse mit Nahrung füttern. Je tiefer du gehst, umso hungriger werden sie. Die Fledermausleiste zeigt dir, wie viel Nahrung die Fledermäuse nach jeder Woche Nahrung und wie viel du danach übrig hast. Stelle jetzt einen Jäger an. Ein Jäger, wie wär's denn hier mit Jägerin? Jagd nahegelegene Tiere. Na, dann sollten wir den vielleicht mal hier nahe der Tiere platzieren. Genau so.
können wir auch mal ranzoomen. Und lass uns tief verdienen. Oh weia. Achtung, die zerbrochenen Felder sind instabil. Deine Gnome nehmen Schaden, wenn sie am Ende der Runde dort stehen. Okay. Wollen wir mal taktisch platzieren, das ist hier. Egon sollte am besten hier stehen. Jetzt verplatze ich mal hier. Oha. Verbessere deine Gnome. Platziere einen Gnome auf dem Banner. Produktivität der Gnome wird beim Arbeiten in Zusatz zu was führen. Brotpersonal erlaubt den Gnome in der Luft zu arbeiten. Okay, hierhin. Luftarbeiten brauchen wir gar nicht diesmal. Aber wenn wir es schon mal haben. Sie genommen hier, um sie aus deinem Team zu entfernen. Behältst die Hälfte ihres Kaufpreises zurück. Aber muss ich denn? Ich brauche die Gnome doch. Muss wohl fürs Tutorial. Mit Gnome haben wir nichts zu tun. Kann ich denn jetzt noch einen Blitzknapp auftragen? Nee, ich habe nicht genügend. Ja, gibt nichts mehr zu tun hier. Oh weia. Bitten, falls wir da nicht entfernen sollen. Wenn es gerade so entkommt, die Fledermäuse sind zu hungrig geworden und haben dich attackiert. Keine Tipps freigeschaltet. Das war knapp. Aber wir haben etwas Beute gefunden. Wir können die Beute verwenden, um Upgrades zu kaufen. Neue Gnome, neue Baupläne, neue Fähigkeiten. Sie haben dann alles gedacht. Verwende unsere Beute, um neue Gnome freizuschalten. Super. Die Koch macht super. Okay. Ninja führt 3 Abbauaktionen. Groß springt zu einem anderen Feld, führt nochmal 3 Abbauaktionen. Das können wir noch nicht. Wirft ein Bumerang, der von Tier zu Tier springt. Springt einmal ohne Upgrades. Okay, die können jetzt noch nicht. Die grünen Gruben.
Okay, können wir uns Gnome kaufen. Holz von der Brücke nur. Wer ist denn hier? Ein Jäger hier hin. Okay, wir haben nicht genug. Fünfzehn Holz brauchen wir. Jetzt mal schön hier weiter bauen. So, hier bauen. Wirf ein Bumerang, der von Tier zu Tier springt, springt einmal unabhängig. Glaube, Tiere haben wir doch gar nicht. Der baut jetzt ab. Ist ja nutzlos. Den müssen wir mal abbauen. Wir brauchen einen weiteren Materialbeschaffer. 25 brauchen wir dafür. Okay, machen wir erstmal so. Einen hier hin und den anderen gleich hier hin. Jetzt mal zwei hier bauen. Muss doch gleich mehr geben. Mehr Ressourcen. Du konntest gerade so unterkommen, die Fledermäuse sind zu hungrig geworden. Okay. Jetzt allein wird uns nicht weiterbringen. Lass uns damit anfangen, einige Waren herzustellen. Mehr Upgrades freizuschalten. Besonders Baupläne für ein Sägewerk. Sägewerk. Okay. Ich bin sicher, dass der Eingang mit einem Weg verbunden ist. Das können die Gnome nicht arbeiten. Das ist der Eingang. Gnome liefern Holz an das Sägewerk und verarbeiten es zum Materialration. Sobald wir einige Rationen übrig haben, können wir sie mit auf die Expedition nehmen, um unsere Minen ein wenig einfacher zu machen. Jetzt sammeln wir weitere Ressourcen in den Minen. Verwandle sie hier in die Stadt in Ware. Und am wichtigsten, geh tiefer. Wir müssen den legendären Schatz finden. Na dann. Wir haben nicht genug. So wieder rein hier.
Okay, wir können es mir nicht leisten. Holen wir uns nochmal den Jäger. Ich dachte, der hüpft. Aber sieht eher hier so ein bisschen aus wie der Toy Story Kartoffelmann. Ich dachte, der hüpft von. Und zu holen. Sieht aber ja nicht so aus. Wir müssen mal besser bauen, wir brauchen noch einen zweiten Holzfäller. Vielleicht hier. Den brauchen wir gar nicht mehr. Zweiten Holz vielleicht hier. Gold bekommen. Gerade bekommen. Es gibt halt keine weiteren Hühner mehr. Produktionsketten. Mit einem Sägewerk kannst du Holz in. Ja, haben wir schon. Den Gebäude brauchen eine Straße von mir. Ja. Nur ein Holz im Sägewerk hatten wir. Gucken wir jetzt auch aus dem Sägewerk was raus. Tja. Ich dachte, wir haben Gold mitgenommen. Na komm, die dritte Runde noch. Komm, noch ein bisschen tiefer. Spezial gibt's ja noch. Dann mach ich mal wieder den Jäger rein hier, den Bumerang. Der Bumerang hilft damit dann doch nichts. Der zweiten Holzhühner Material beschaffen. Das
das Ding mal hier hin. Das könnte schön mitnehmen. Hier und dahin. 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 Alles Material ausgeschöpft. Ich glaube, eine der Fledermäuse hat mich gebissen. Das können wir. Tja. Hier ist auch noch nichts. Ungeschluckt. Pilzunwald. Joa. Na dann. Komm, wir können es nochmal angucken. Die Credits sind bei Indie Games so sehr kurz. Das ist dann so ein Spiel wie Life is Strange, wo du dann. Wo du gefühlt so einem gefühlten Jahr dran sitzt an den Credits. Echt nur so eine Dreiviertelstunde. Weil jedes Studio dann auch ihren Hausmeister und die Putzkraft irgendwie mit in Credits schreiben müssen. Wie der Publisher da irgendwie noch mit rein muss. Uff. Gut. Das haben wir mal angespielt. Dann spielen wir mal als nächstes dieses Spiel hier. Sufu heißt das. Sufu. Mhm. Deutsch. Ich habe zu Runde mal kurz hier Probleme gemacht. Okay. Starten wir mal ein neues Spiel. Sylphen.
Was passiert denn hier? Etwas brennt. Da war ein Monster. Amulett, bevor du irgendwas sagst, du erinnerst dich an nichts. Ich weiß, hör mir einfach zu. Sieh hinter dich, okay? Der Feuerball, der gerade in diese Höhle geflogen ist, das war die Hexe, die dir eine Kirche niedergebrannt hat. Alle, die darin waren, sind ihretwegen gestorben. Ich bin jetzt bereit für eine der vier offensichtlichen Fragen. Wer bin ich? Du bist der Priester, Padre und Patron des brennenden Gebäudes hinter mir. Du lässt dich vielleicht nicht mehr daran, aber es war Rachsucht, die dich gegen den Baum krachen ließ. Wer bist du? Nenn mich dein Gewissen, dein Engel auf deiner linken Schulter oder eine Halluzination, was auch immer dir dabei hilft, dich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Es ist für uns beide wichtig. Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass wir schon lange befreundet sind. Wo bin ich? Du stehst vor einer Höhle. Diese Höhle führt zu einem Portal, das dich wiederum zu einem dimensionalen Zustand namens Sulfur führt. Betrachte es als eine Art Wartezimmer für das wahre Leben nach dem Tod. Wahrscheinlich hast du durch deinen Beruf eine andere Bezeichnung für dieses Konzept, aber ich vermute, dass es nicht ganz das ist, was du dir vorgestellt hast. Wohin soll ich gehen? Die wichtigste Frage. Du wirst der verfluchten Hexe in die Höhle folgen. Dort gibt es Orte mit mächtiger, reiner Naturenergie, die sie aufsuchen will. Wir haben keine Chance gegen ihre Kräfte. Aber wenn wir uns diese Orte nicht auch zunutze machen, und dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass der Tod und die Zeit nicht so endgültig und unnachgiebig sind, wie du es erwartet hast. Es gibt Möglichkeiten, dieses alles rückgängig zu machen, wenn die dabei helfen. Gehört das hier unter? Ich bin motiviert, loszulegen. Okay. Schau mich denn hier mal um. Oh, hier war ein Schwert. Kann ich F kämpfen, ja. Okay, so. Zutaten mixen. Okay, ich glaube, da müssen wir hoch. Okay.
Okay, jetzt weiter. Und Ruhe. Eine Pistole. Kann ich aufheben. Nice. Ah, da ist er. Bring mich näher heran, damit ich etwas von seiner uralten Essenz aufnehmen kann. Du musst sie jetzt noch nicht benutzen, um dich nach Hause zu teleportieren. Denn das wäre nur Verschwendung. Seine was? Wie erkläre ich das am besten? Das Blut der Mutter, reine Essenz, der mächtigste Stoff des Lebens, eine Abstraktion in der Kraft, die Gesetze der Physik definiert. Sie ist unfassbar schwer zu beherrschen und muss mit absoluter Entschlossenheit eingesetzt werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Sie wird sehr nützlich sein, da ich zufällig weiß, wie man sie benutzt. Nicht so schnell, wo ist die Hexe? Du hast gesehen, wie schnell sie geflogen ist. Oder sie ist wahrscheinlich schon auf dem Weg zum zweiten. Ja, wir werden sie holen, macht die Person. Na gut, aber. Wofür brauchen wir das? Zum einen kann ich sie verwenden, um uns in Sicherheit zu bringen, sobald ich mich mit ihren Kräften aufgeladen habe. Du weißt schon, wenn es brenzlig wird oder es von Vorteil wäre, sich neu zu formatieren. Formieren. Wenn die Kraft aufgebraucht ist, muss sie in einem dieser Schräne wieder aufgefüllt werden. Zum anderen können wir den Fluch der Hexe bis zu der Stelle aufheben, zu der uns Schrein führt. Und so wieder schließlich für deine Gemeinde einen Weg zur Lösung finden. Der Weg aus Sulfu ist lang, aber er wird noch länger, wenn ein Berg aus schönem, auf bösem Stein den Weg versperrt. Raus. Tja. Ja. Komme hier nicht mehr weiter. Ich bin runter.
kaputt. Ich weiß absolut nichts mehr. Komm ich hier vielleicht hoch? Okay. Bringt aber auch nicht viel. Ich bin mal wieder blind wahrscheinlich, oder? Geht's hier weiter? Aber da kommen wir nicht hin. Ja gut. Das hat ja viel gebracht. Das war ja, naja, ich weiß nicht. Obwohl die Demo ja so spannend aussah. Die Trailer. Muss ich dir mal die Trailer zeigen hier? Das sah ja noch halbwegs was aus. Hat ja auch interessant angefangen. Kämpfst halt irgendwann mit Waffen gegen Hexen. Und gegen kleine Monster. Ja. Gut. Haben wir hier noch was, was wir spielen können? Ein Traum. Zwei D-Plattformer. Ist doch wieder, ich sehe doch hier wieder einen DJ. Ist wieder Musik. Ein Musikspiel. Und hier auch wieder. Okay, schauen wir uns das mal an. Sea Frog. Mir wird wieder Controller verlangt. Versuch's mal ohne. Oh my me. Games. Fmod. Ja, gut. Recommended, ich weiß. Settings. Okay, Englisch geht wahrscheinlich nur. Und gibt es dann was aus als Auswahl? Keyboard Config. AD Space Interact E Brain Key.
Okay. Okay. Starten wir mal das Spiel. I know this seems bad. I was the first ship this year to cast us off this tomb. But look at us, you with your big fancy wrench and myself boasting this unmatched digital with needs some, I say, we'll get ourselves a better job. Mark me words, lad. Our fortunes both about to change. There's nowhere to go from here but up. Wait. Da geht's runter. Es geht ab. Not down. Oh meine. Apes. Seafuck. Wake up. You'd think for a frog you'd be a better swimmer, huh? I think I found us this year a bandage. You'd be a good lad and scoop me up, eh? Oh, okay. Would be a USB. Okay. Oh, okay. Ich muss gegen auf dem Schraubenschlüssel. Interessant. Okay, was machen wir hier? Ah, okay. So it's good. Den schon mitnehmen. Okay, ist immer noch ein bisschen.
Sehr schön. Ich kann mal den Deckel entfernen. Okay, ich komme jetzt hin und so kommen wir dann lang. Nicht nach unten. Verdammt, ich sehe ja nicht, wo die bis aufhört. Verdammt, nicht nach unten. Falsche Richtung. Komme ich da noch irgendwann hoch heute? Um das nächste Level zu gelangen. So hier. Geht doch. Warum nicht gleich? Gut, klar. Wenn ich nochmal ein bisschen springen und dann mal hochkommen. What do you think? Did you miss the really beautiful mug? Wait, hold your compliments. I just got us access to the ship database. There's some fine looking mechanic. When it was here, I'll just give you a download. Okay. Was soll ich jetzt machen?
Elbis, ja, wenn wir es auch genannt haben. Gerecht. Oh je. Es muss nur hier hin. Komme ich dann noch irgendwie ran? Ach Mist. Komme ich aber nicht. Ich bin so schlecht. Komme ich nie mehr so hoch. Ja, gut. Lassen wir es mal den Skatefuchs spielen, wenn man so will. Okay, ich nehme hier mal kurz den Trailer an. Wenn man die Störung mal raus hat, kann es ganz lustig werden. Wahrscheinlich.
Diese Drehradsteuerung ist relativ interessant. Als da mit der Hochsprung drankommt, ist das dann eher das irgendwie nicht ganz kapiert. Vielleicht noch ein Controller besser. Ja. Gut, sagt. Massive Bosses. Mit Bosskämpfen sogar. Ja, mit Ausweichen. Ausweich-Bosskämpfer. Seafog. Kann man ihn very soon. Joa. Dann würde ich mal eine kurze Pause machen und dann schmeißen wir uns hier in ein Detektivabenteuer. Moses and Platon. Last Train to Glauben. Sieht auch sehr interessant aus. Schauen wir uns gleich nach der Pause an. Bis gleich. So. Wir spielen Moses and Plato, Last Train to Claw. Ich muss hier gleich mal. Das ist das, von dem ich vorhin geredet habe. Ein bisschen hier die. Are you serious? Auf voller Lautstärke gespielt. Deutsch. Sehr schön. Auf geht's. We're standing on top of a train, looking death in the eye. That was quite a trip, wasn't it? Quite a trip? If anyone had told me that we'd have ended up here, I would have laughed in their faces. So, where do we start? Let's say, a freezing cold day greeted us on that fateful Stavonian morning. Furry heavens! Could you be any more cheesy? I thought I was getting better at this. That'll never happen. Well then, let's just start at the beginning. Well, here we are. Also, hier sind wir. I'm gonna freeze to death. Now that you mention it, my dear friend, we're a little early, so you'll have plenty of time to do that. Ein wenig früh dran. Also hast du genügend Zeit, dich darum zu kümmern. No matter. I can already taste the champagne and olives on my tongue. Egal, ich kann den Champagner und die Oliven fast schon schmecken. Champagne and olives? Ich glaube, ich werde das hier nicht vorlesen. Das ist die Synchronisation, haben wir ja hier doppelte Synchronisation. The party! Aren't you looking forward to the big Bon Voyage party tonight? Oh, that. I'd skip it if I could. Ha! Moses, you're the saddest animal I've ever had the misfortune to meet. For once in your life, you should let loose. We're on a holiday, right? Let me remind you that no, we are not on holiday.
This is work. Fairy heavens, you're beyond hope, Moses. Well, you're probably right, my dear friend. So we freeze to death. But, I see other passengers are starting to arrive. We can have a little sniff around before we leave the station. Literally and figuratively. Good idea. Although, I might not be able to move anymore. Okay. Ein Botschafter. Look who's here. The ambassador. That creep makes my tail tingle. Stay focused, Plato. We'll do what we've been hired to do. Then we can take our well-deserved vacation. When I think we have to protect this monster. Let's not jump to conclusions, dear fellow. You know, rumors are sometimes just rumors. These aren't just rumors, Moses. They're facts. We have a job to do, and we're going to do it. All right? Yeah, all right. Interesting Dame. Well, well. Sie hat ein durchaus angenehmes Erscheinungsbild. Well, well. Es ist ein verdächtig großes Paket für zwei Personen. Aber wer weiß, vielleicht hat es die hübsche Dame auf Reisen einfach zu viele Kleinigkeiten eingebaut. Interesting. Der Crown Royal Express gilt als das erstaunlichste technischste Wunderwerk, das je ein Tier gebaut hat. Zumindest wird das überall betont. Ich frage mich, wie der Zug derart große Worten gerecht werden kann. Speaking of which, you're a Manul, right? A palace's cat? Shouldn't you be perfectly fine in the cold? I've never told you about my cryophobia? My unnatural fear of freezing? The amount you usually talk, it surprises me too, but no, you never mentioned it before. Well, it was because of the war. Oh, right. The war. I spent a whole winter in a trench. I got the chill up to my bones and my soul. And somehow, I wasn't the same animal after that. And that affected your perception of the cold. Some people lose their sense of smell after a major trauma, or see colors different. That's interesting. Please tell me more about it. I'd rather not. You overanalyze everything and everybody. It can be really unpleasant. Well, I'm sorry. I... Don't worry, I'm used to it. Ah, yeah. Und dass das wir untersuchen können. Finally, this is ridiculous. I've been waiting here for an age. Sir, welcome. I just grabbed the bags and packed them quickly. My daughter and I are freezing to death out here. Sir, I think you misunderstand. Are they paying you to talk or work? I am at my wit's end here. Can you believe it, my dear? Oh, leave me out of this. Dear sir, I genuinely think there's been a misunderstanding here. Just take our luggage and load it while I'm in a good mood. Ich glaube, die Kette hat die Lobschein fliegen lassen. Ich werde es nochmal deutlich ausdrücken. Did you say? How dare you speak to me like that? Why do men always have to measure each other's tails? Let me step in. This is Moses Wildflower, and I'm Plato Palladius of the Clawville Police Department. We are here because, unfortunately for us, we have been entrusted with the full protection of you and your dear daughter until this magnificent train reaches Clawville. Is that so? Well, why didn't you start with that?
We tried, but it must be the noise. Whatever. So you're in the service of the Fox King, huh? Very well. Then I'll see you at the party soon, yes? In fact, I think we'd rather... Moses! We'll be there, sir. All right, then. Joyful. Until then, gentlemen. Porter! Where's the bloody porter? Keep your voice down. My head is splitting. Interesting. Okay, auf einmal Synchronisation vorbei. Die haben den Sprecher nicht für die Demo-Version bezahlt. Sowas finde ich mal merkwürdig. So ist ein Spiel, wo es dann zwischendurch auf einmal, okay, jetzt doch keine Demo und Synchronisation mehr. Well, well. Mit einem Dialog. Well, well. My daughter. Oh, man, das ist spoiled little brat. But I suppose that's mainly my fault. Ah, come on. Don't blame yourself. If you want to know more, perhaps you should ask Her Majesty. I don't have time for this. Thank you. We will, sir. Do not bother me. Ask my daughter if you want to know something. You people give me migraines. I beg your pardon? Don't take it personally. I can't stand coppers in any shape or form. Ah, I see. Well, the feeling is mutual. You're just kidding me, yes? Oh, of course. Der macht aber Fratzen. Madam, we are pleased to be of service to you and your good father. Do I look like I've molted for the first time? What? I beg your pardon? I know you despise us, and you have every reason to, but I don't care. Nor do I care about these ridiculous peace negotiations. Oh, I see. That was refreshingly cold and honest. Just stay away from me. Or at least keep your flattery to yourself. You know what? You're really a little... Zieht Gesichter. Sich in einem Zug aus dem Weg zu gehen, ist so gut wie möglich, Fräulein. What an arrogant response. I didn't expect anything else from one of you. Good day, gentlemen. Same to you, madam. Whew, she's something, ain't she? Just like the weather here. Ice cold and, well, mostly ice cold. Indeed. But it's interesting what she said. I mean about the peace negotiations. You know what? I don't like the idea of them myself. And these Stavonians make my tail cramp up. I thought you were a devout pacifist. You should be happy for peace. Well, since I've been through the hell of war myself, I am. But this is just smoke and mirrors, Moses. There will never be peace between Stavonia and Clawville. Hostility is coated in our blood. Maybe. But let's not get ahead of ourselves. We haven't even started this journey. Yeah, you're right. And we might just be in for the adventure of a lifetime, huh? Oh, but every day is an adventure with you, Plato.
passengers. If you want to know more than animals are willing to tell you, use your refined senses, Moses. Remember what you've taught me. You're in a rather educational mood today, my dear friend. I could almost call it lecturing. You'll thank me later, Moses. Believe me. If you say so. Noch mehr Gäste, mit denen wir reden können. He looks rather familiar. You mean Cassidy Lupus, the Silent Wolf? The what and who? To my bushy tail, you really do live in a cave, don't you? So he's some kind of movie star. The movie star. Uh-huh. And the young lady? Cassandra Ruby Faye. A real up-and-coming movie sensation. They're predicting a big future for her, although the tabloids say she's a bit unstable. Interesting. Interesting indeed. Quite lovely, too. Excuse my rudeness. My name is... Oh, come on. It's no problem. What can I write? Who will it be for? What? No, I don't. Then simply Cassidy Lupus, star of Silent Wolf and The Loudest Howl. Here we go, darling. But I... Don't thank me, friend. It's nothing. My pleasure. Well, thank you. Hey, mister! Yes, little... thingy? Ich glaube, der hat ein Problem oder so. Und das ist bei den Tieren immer so ein bisschen alt. Immer mit der Ruhe, mein lieber Freund, ich bin sicher, das war gar nicht zugemerkt. As the Wily Fox says. Wily? This is Detective Moses Wildflower, and I'm Plato Palladius from the Clawville Police Department. And we're not here for your autograph. You can be sure of that. What, the police? For the wild ones. Cassidy, what have you done now? Not a single thing, Cassandra, dear, I swear. At least, I don't think. Nothing to worry about, madam. Sir, we just wanted to say hello and assure you that with two senior police officers on board, you will have the safest and most comfortable journey possible. Oh, really? That's rather nice to hear. Don't worry about Cassidy. He's a bit weak in the knees. But otherwise, he's a pretty nice guy. At least, for the most part. For the most part? But darling... Yeah. Forgive me for the autograph fiasco. You know, the fans just find me everywhere. It's a nightmare. Oh, I can imagine. You can't imagine. And the lady is... Oh, what a barbarian I am. This is my companion and partner in many cinematic wonders, the magnificent Cassandra Ruby Faye. Gentlemen, if I may say so, it's extremely reassuring that you're traveling with us. You are a real gentleman. Don't worry about a thing, as long as you see us. Are you two going to the party? I regret to say that we probably will. That's wonderful. See you there, madam. Sir? Believe me, he's not so horrible. Just a little disorganized. Oh, you got me. For good. I couldn't deny it if I wanted to. You know, it's funny meeting you here, on the other side of the world. It is indeed. The wilderness is so... small. Madam, I've been around the world more than once, and I assure you, it's quite huge.
And yet, four citizens of Clawville just happened to be in the same place at the same time. What a wonderful coincidence. Am I right? I wouldn't be so sure that's a coincidence. Ah, here we go. Ignore his cryptic remarks. Like, you know, our lives are a tattered detective novel. Oh, how exciting. Isn't it, darling? That's right. Miss Fragezimmer. Mit denen können wir auch wirklich mal wieder reden. It's awfully cold here, isn't it? Ooh, yes, it is, Cassidy. I'm sure you'll be nice and toasty in your cabin. Tell me, where are you two staying? Up front? Well, we're officially in the last car. The... what? That's horrible. Honestly, we were a bit surprised too. My condolences, officers. If I were you, I would complain to management immediately. Oh, it's all right. We can take it. The most important thing is to do our job, and nothing else. Eh, I've been through two wars. I think I've slept in worse places. Have you seen the inside of the last car? I wouldn't be so sure about that. Der Hinweis ist eine Tatsache. Keep your eyes open, detectives. I mean, all your senses. What do you mean? Okay. Oh, ist jemand besorgt? I don't mean anything. But it seems a strange bunch of people are gathered here. My ears are itching, and that always means trouble. Hmm. We'll keep an eye out, madam. You have my word. Oh, you seem to have stepped out of another age, my dear detective. Yeah, tell me about it. He's a living fossil. Oha. Well, well. Let's do this. Und schon wieder wurden diese Kunden entsprechend nicht bezahlt. Weitere Botschafter. Es läuft auf so eine. Ich glaube, Mord im Orient Express hieß das, glaube ich, der Film. Das Buch. So eine Geschichte läuft das Greetings, aus. Sir. My name is. Yes, yes, you two are the detectives, right? Yes, indeed we are. Although, frankly, I'm surprised that you know. The whole station is talking about it. Two detectives protecting that pale-furred, sharp-toothed bastard. And I was just wondering, where are my detectives? Your... excuse me? If our beloved king sends personal protection to defend his enemies, like the ambassador of the Stavonian government, surely he sends one or two to protect his own beloved ally. The ambassador to his own colony. Am I right? Which would be myself? Ah, you? You're the ambassador of Tarogo? No other. Mujara Panina. Ambassador, high priest, guru, and spiritual seer. I'm genuinely horrified that you don't know priest or guru. If I may say so, you speak the Clawville dialect admirably. Please do not change the topic. Although, I do speak with particular skill, yes. I am truly sorry that you have not been properly escorted, sir, but you must be aware of the very delicate relationship between the Clawvillian crown and the Stavonian government. Pah, don't take me for a fool. Entschuldigen Sie bitte, falls ich Ihnen zu nahe getreten sein sollte, mein Freund. Don't blame yourself. I'm used to being surrounded by the incompetent. Varney. I'm here, sir. Good.
Chat with these gentlemen while I go rest my eyes. I... Yes, of course, Sepa. How can I help you, gentlemen? It's a pleasure to meet you and Ambassador Mujara. The Separ is quite tired. I hope you will forgive him for being a bit irritable. The Separ? Dorogo's religious leaders, who also wield considerable political influence. Very well said. You are highly educated and well-informed, Detective. Thank you, Miss Fani. You could have boarded the train much later if you're going to the peace negotiations. So what are you doing here on the frozen other side of the world? Unfortunately, that is sensitive, rather top secret information. You see, Miss Fani, we are in the service of the Clawville government. We serve our common king. You need not be afraid to share anything with us. I fear that even you are not authorized to have this information, dear detectives. I am really very sorry. It is a most sensitive topic. Well, in that case, that's not a problem. If it's so very, very sensitive, we understand. Thank you, gentlemen. You are very kind. Geheimnisse sind Teil unserer Arbeit. Wir können das besser verstehen als wir. Secrets are part of our work. We understand. Thank you. Your discretion means a lot to me. Oh, we're discreet, ma'am. Well, yes, we are. Most of the time. Oha. Ist das eine Spinne oder was? Let's see. Er muss ein Mitarbeiter des Tongue-Express sein. Welcome, gentlemen. Detectives Wildflower and Palladius, I presume. Sieht aus wie eine Spinne. Just Moses and Plato. No need for formalities. As you wish, gentlemen. I'm Pierre. I'll be your guide, your helper, and your humble servant on the road. Sounds very nice, buddy. May we speak to your boss? My boss? I mean the one who runs the express. Ah, I see. That would be me too, Pierre. Oh, really? Look, pal, no offense, but... How could the train inspector be a simple insect? Well, I mean, that's what I was getting at. I really didn't mean to offend you, but it's quite rare. Indeed, it is rare, which is why I feel so honored. And of course, it is a huge responsibility, too. In that case, good for you, and congratulations. Thank you. Please enjoy your journey. If there's anything I can do to help, I'll jump to it right away. Huh? You know, jump? Ah, because you're a jumping spider. Auch Tieren der Welt gibt mir eine Spinnenphobie. Witty, no? Yes, we all had such a good laugh. Ist das dann Rassismus, oder? But please, board the train soon. Most of the passengers have already taken their cabins. We will. Thank you. Ladies and gentlemen, all aboard! About time. I was starting to freeze to death out here. Cassandra, my darling, I'll have you warmed up in no time. Must we tolerate this incessant chatter? Let's board. Slow down, Separ. Don't be in such a hurry. You know your heart. Ja, dann reden wir noch mal ein bisschen mit der Spinne. Listen. Indeed. Ich will das nicht nachsynchronisieren. Thank you.
What? No, that's horrible. What? Well, it wasn't that hard to have a little chat, was it? It's a nice way to pass the time. I've already got the worst headache. Come on, you'll survive. So, should we hop on board then? If we must. Quite strange company we got here, don't you think? And we haven't seen half of it yet. Something smells fishy to me. This Mujara guy and his assistant, not to mention His Excellency the Ambassador and his ice-cold daughter. We're in for an interesting journey, that's for sure. But I wouldn't jump to conclusions just yet. Well, anyway, time to get ready for the party. Oh no, the party. You shouldn't have mentioned. My head. Come on, Chief. Let's get dressed up. Have a drink or two, and go to the little rat hole in the back of the train for a good sleep. What could go wrong? Famous last country. See? You're getting a sense of humor. No. Moses and Plato, last train to Cromwell. Schlussereignis erreicht. Mercy, ich habe noch etwas Zeit, bevor die schreckliche Party im Luxusspeisewagen beginnt. Was soll ich bis dahin tun? Den Zug erkunden, mit wem sollte ich sprechen? Ich sollte mir das gut überlegen. Die Zeit ist kostbar. So, where to next? I think it's worth taking a good look at the train map and deciding wisely how to use our precious time until the party starts. And how much time do we have? Exactly 1 hour, my dear friend. At least, let's say, 4 places to visit. And 4 passengers to socialize with. If we really must. Okay. Los. Kommen die Detectives. Interesting. Ugh. Listen. Damit haben sie wieder nicht gerechnet. Yes? Let's see. Tanz der Wildnis.
Vielleicht wird sie später noch nützlich sein. Well, well. Stovonien. Ein altes und wildes Land. Wie es heißt, gibt es in seinen Weiten unberührte Wälder. Tatsächlich noch wilde Tiere. Schöne Schuhe, ein ordentliches Bett und ein gut gekämmtes Fell. Diese drei Dinge definieren einen wahren Gentleman. Leider hat der arme Plato keines der drei. Indeed. Winzig, rotz und unendlich unbequem. Genau wie zu Hause. Von der dritten Klasse. Wir waren in der Holzklasse. Leeres Abteil. Zweite Klasse. Opa. Es ist wirklich seriös. Saying this because we're on a train, but I think I'm a bit lost. Not to worry, Miss Faye. It is indeed a train, but a rather large one. With quite a lot of secrets. Let's hope not. I'm so glad you detectives are here. And why is that? Well, rumor has it the ambassador is about to be assassinated. What? Haven't you heard? Everyone's talking about it. They say someone on the train is trying to kill Ambassador Ignat. Although we don't think this will happen. I've heard it more than once, and I'm not even the social type. Ah. Okay. Weiter. 30 Minuten noch bis zum nächsten Schlüsselereignis. Vielleicht finden wir noch jemanden in seinem Quartier. Traumgut-Legation. Dear Miss Fanny, it is a pleasure meeting you again. Likewise, dear Mr. Wildflower. Oh, you remembered my name. I'm honored. Well, as an ambassador's assistant, I am a prisoner of details. As am I. You see, as a detective, I have to pay attention to the smallest detail at all times. Here we go. I know the feeling. And? What have you observed so far? Well, you're... how shall I say... exceptionally pretty, and tidy, and... That's so sweet, but that's not what I mean. I mean, what did you observe about the train and the passengers? Nicht viel. Oh, of course. Silly me. Great wild ones, save us! So, yes, a rather odd bunch of people have gathered here. Although we haven't managed to talk to everyone yet. Have you heard the rumor? The rumor? That someone... Oh, it's terrible even to say it, but... there are whispers that someone is trying to kill the Stavonian ambassador. Don't worry, miss. That won't happen. That's why we're here. But... aren't you putting yourselves in danger? Maybe so. But it's part of the job. Oh, how heroic. Okay, this is where I die. Please, just let me know if you need anything. Anything? Anything. Anything.
m'lady. I will, Moses. I mean, Mr. Wildflower. Pflanze. Interesting. In einem Malvacreobicunia. Eine wundervolle und außergewöhnliche Blume. Ich frage mich, warum sie unter dieser derartigen Kuppel aufbewahrt wird. Listen. Im Moment haben wir keine Verwendung dafür. Eine Viertelstunde noch. Keine Zeit mehr von ihm. Schaffen wir es noch bis in die erste Klasse. No. Moment, haben wir keinen Grund hier einzutreten. Vielleicht später. Okay. In die erste Klasse dürfen wir also noch nicht. Hier ist nichts. Da gab es noch hinten ein leeres Quartier, vielleicht können wir da mal reinschauen. No. Ups, da sind wir im Kreis gelaufen. Das ist doch nicht wahr. Ein bisschen auf der Stirn graben. Kommen wir noch zurück zur dritten Klasse. Scheinbar nicht. Why alone, if I may ask? Isn't Mr. Lupus your partner on this trip? On this trip, and I hope even further, yes. However, you know he's under a lot of pressure lately with our latest picture, and tends to shut himself away for an hour or two. It's his personal downtime. Ah, I see. New picture? Yes, El Wolf. You haven't heard of it. It's been all over the press. The scandalous director, the movie star, and the rising starlet. Which would be me. Oh yeah, I think I've heard of it. How's the filming going? Terribly. The whole production is a mess. The studio's in a frenzy and the director is an animal. And my dear Cassidy isn't at his best. You know, he's a sensitive artist. He needs peace and security and, well, this production is anything but peaceful or safe. Hmm. I see. Thank you, Miss Faye. Oh, you're welcome. Ah, ja. Fangen wir sie mal weiter. Interesting. Bezahlte Synchronsprecher. Tell me. Oh my. Präsenter Schauspieler. Thank you.
Interesting. Wonderful. Oh my. Let's do this. Sie möchte nicht auf die Karte ziehen. Are you serious? Okay. Das ist eine sehr lange Viertelstunde dafür, dass die Stunde. Dass der Sprung so schnell verging. Den Verhörmut. Lockes Gespräch kann sehr leicht einen blutigen Ernst umschlagen. Ich muss auch die Antworten hören und herausfinden, ob die Person verlügt oder nicht. Ganz Wahrheit sagt, das wird nicht einfach sein, besonders bei so einer angenehmen Person wie Miss Fahne. Typische Assistentin von Botschafter Mujara. Eine angenehme und allgemein sehr gut mit den Dame. Wir wissen nicht viel über sie, aber sie scheint ihren hitzköpfigen Chef direkt im Griff zu haben. Ihr Herzschlag ist ruhig, langsam und ausgeglichen. Ich kann auch das Rascheln ihrer Kleidung hören, deren Stoff sehr weich und teurer Machart ist. Merkmaliges Gesicht sind subtil, unangenehm, entspannt und gelassen. Ihre Haltung zeigt perfekte Kontrolle. Jeder ihrer Bewegungen wirkt geplant und kontrolliert. Ihre Haltung zeigt perfekte Kontrolle. Jeder ihrer Bewegungen ist geplant und kontrolliert beeindruckend. Der Botschafter war heute Morgen besonders gereizt nach da. The ambassador was in a particularly peppery mood this morning. Could it have been the cold? The weather is indeed hard on him. We're from the sweltering Tarogo, but... But... The Separ is quite upset about Ambassador Ignat. You mean why he hasn't been escorted in the same way? Not only that, but the mere sight of the Stavonian delegation is deeply shocking and upsetting to him. Interesting. Are there deeper, more personal reasons for the depth of his feelings? Person? Oh, no, not at all. It's just that Tarogo and Stavonia have been in conflict for centuries. This is purely political. Tell me, is there something wrong with the ambassador's health? Why would you think that? I'm just fumbling around, so... No, not at all. The ambassador is in perfect health. Das ist genug. Botschafter Mugliara hat offenbar ein Herzbeschwerden. Botschafter Mujar ist deutlich beleidigt darüber, dass seitens der Krone ganz im Unterschied zum Botschafter Stavonis keine Prüfe der Skorte und Personenschutz verteilt wurde. Meine Taschenuhr, die von meinem Großvater stammt, sie bleibt niemals stehen, genauso wenig wie ein guter Detektiv. Okay. Thank you.
Tell me, why are you really here? I mean, why are you really here? I'm sorry. I don't know what you were suggesting. So, you were on holiday? Right here, one of the coldest places of the whole wild world. I've already told you, Detective. It's just a coincidence. The ambassador was here on holiday, yes. You know, he loves the opera. And Stavonia is famous for its opera houses. Ne, scheint die Wahrheit zu sein. What do you think of your fellow passengers? Quite a colorful bunch. But the ones I've met so far have been quite nice. Even the Stavonian delegation? So far, yes. Even Cunha? You mean the ambassador's daughter? Well, she was a little more cold than she should have been. I can believe that. The mere presence of her chills the room by 2 degrees, doesn't it? As you say, dear detective. Exactly. What do you think of Ambassador Ignat? He is a rather frightening figure. He has a terrible reputation in my country. Just think of the Canbor massacre, where thousands perished by the hands of the Stavonians before the Clawville forces liberated the region. I believe that war crime was never proven against the ambassador. That's true. But for the people of Tarogo, there is no question that he was guilty. And you think so as well? You know, Mr. Wildflower, I try to see the best in everyone, even when it's very difficult. And in this case, I assume the best in the absence of evidence. It's just the way I am. I can't help it. So, how is your journey so far? Well, the train is very comfortable, and the ambassador is pleased. Yes, but I'm asking you, not the ambassador. Oh, well, yes. I've never been on a train with such class, you know? I'm very thrilled about it. What else? I can see that you're a little embarrassed, if I don't offend you by saying so. You're so observant. Yes, well, besides being excited, I'm also a little uncomfortable, as I don't really know how to behave in a situation like this, with such important people. I believe you. I advise you to just be yourself. That's always the best way. Oh, really? I think so myself. What do you think of Stavonia? We are taught from an early age that this place is pure evil. You know, because of the shared history between our nations. But to be honest, the people here have been kind to me, and the country is beautiful. Although, I'll admit it's a bit cold for my taste. I'm glad you're so honest and open, Miss Fani. It helps our work a lot. Your work? You mean, this is some kind of interrogation? Did something happen? No, but, you know, we're always inquiring. It's kind of a professional habit. And, well, better safe than sorry, right? Yes, exactly. You're right. What do you think about the peace negotiations? You're asking me? Yes, you. Not the Separ, but you. I want your opinion. Oh, well, you know, I hadn't really thought about it that much. I'm so preoccupied with the ambassador's thoughts and concerns. You almost forgot you have your own, don't you? Yes, exactly. I mean, it sounds very silly, but sort of. Don't worry, I understand. So, I think it's the greatest thing that's happened in the wilderness in decades.
Two great powers that have been enemies for centuries finally joining hands and uniting in a common cause. And the Stavonian ambassador? The mere presence of Ambassador Ignat is a symbol. If the negotiations go well in Clawville and peace is finally signed, it will be a genuinely grand event for all of us. Oh my, isn't that wonderful? Naja. Ignats Vergangenheit ist durchaus fragwürdig, als Oberoffizier und der früher bei den Kolonialtruppen des Zaren, die auch in den Kolonien von Togo stationiert waren. Jetzt beschweren, als ich das schon mal. Oder so. Can you tell us about your country? You want to hear about Tarogo? Exactly, my dear. Well, you see, Tarogo is very different from Stavonia or Clawville. We're just on the threshold of civilization. The country is still full of jungles, primitive tribes, exotic plants, and wilderness. You talk about it very passionately. I love my home very much, Mr. Wildflower. Notwithstanding, or perhaps because of, all the horrors it has endured in the last century. You mean the Stavonian invasion? Not just that, but, you know, and I mean no offense, but Clawville is also just another colonial power. And I don't mean to sound ungrateful, I'm very thankful to our common king, but... Please, continue. I don't want to bore you with my nonsense. You're not boring me, my dear. Please. Clawville has done our country a great service, given us many useful modern things. It's just that it's taken something too. Something that was very important to us. Our souls. Our freedom. Nicht alle Fragen geklärt wurden. Tja, vielleicht habe ich schlecht ermittelt. Nein, da hat sie nicht alles so entwickelt, wie wir uns gewünscht hätten. Vielleicht beim nächsten Mal. Soweit die Party beginnt gleich. Na dann. But let's not get ahead of ourselves. We haven't even started this journey. And we might just be in for the adventure of a lifetime, huh? Oh, but every day is an adventure with you, Plato. Come on, Chief. Let's get dressed up, have a drink or two, and go to the little rat hole in the back of the train for a good sleep. What could go wrong? Famous last words, eh? To be continued. Ja, das war ja ein interessantes Spiel. Ich wünschte, dass es euch gefallen hat. Charakterstellung. Es gibt eine Charakterstellung in dem Spiel, die ich dann wohl geskippt. So, Slump Crash House. Das ist die nächste Demo, die wir spielen. Ah, sehr schön. Ja, na dann, schauen wir mal rein. Campaign-Kurs.
casual, normal, too fast. Ja, kann man sinnvoll. Okay. Ach, ich denke, wir spielen den hier. Oh, in der Pfanne. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf geht's. Okay, wie spielen wir? Goal condition. Battle races are about one to reach the goal before the opponent. Collect items, boxes with okay. Stunt boost lift. Ich hab keine Ahnung, wie ich still war, aber ich vermute mal WSD. So spring ich. Okay, schon mal keine Items. Verkehrt komplett. Wir müssen diese Kristalle sammeln, um einen Boost zu bekommen. Oh, Raketen. Wie setzt das ein? Mit E. Wie ein neuer Kart. Zur guten Panzer. Welchen Platz bin ich? Zweiter. Das ist richtig hier. Okay, ich hab ihn. Ich bin wirklich ein bisschen Mario Kart-like. Interessante Sache. Oh, ein Schild. Mario Kart plus wir spielen halt rudelnde Tiere. Oh nein. Wir werden gebeamt. Autsch. Und schon bin ich vierte. Das Bienengeräusch macht mich fertig. Gerade ich den Schutzschild gebraucht. Ah, ein Boost. Sehr schön. Oh nein. Jetzt zweiter. Ah, nix. Und noch eine Runde. Oder nicht? Doch jetzt erste. Also Runde 2. Auf geht's. Wow, Boost. Nein, ich werde wieder gebeamt. Was ist eine Schande. Aber geil in der Pfanne. Verliert das hier noch.
wenn das Gebiet. Flips in one stunt. Okay. Wenn man zu irgendwo mal aus Versehen dreimal dreht. Ich weiß gar nicht, wie Flips gehen. 50 Minuten ist noch normal. Wieder vorbei hier. Und der Familie hier. Autsch. Schon wieder die Bienen. Und das Penguin ist vorher. Tukan. Komm, die überholen wir doch. So, das sind die Grünen. Er wird gewinnt. Wird Zeit für den Boost. Oh nein, jetzt bin ich stehen geblieben. Tragisch. Schon zweiter. Wo ist denn der erste hin? Na komm. Je. Platz 1. Perch, Nemo, Penguin, Tukan, Queen, Capybara. Schicken. Kann ich Bar spielen? Und noch eine andere Strecke spielen. Ist noch ein Mond in der Wand gerade. Neon City. Kaviar können wir nicht spielen. Schade. Dann machen wir mal den Lemur. Surfboards. Auf geht's. Machen wir mal die Neon City. Schöner Funracer hier, finde ich. Etwas. Die Items sind auch originell, kann man machen. Ein Multiplayer und ein Coop. So wie Mario Kart zu 8 gegeneinander spielen. Könnte lustig sein. Der erste fährt die Schranken weg. Ein bisschen Beschleunigung. Das ist der Papagei. Ah, da haben wir eine Umdrehung gemacht. Schrauber. Okay. Bisschen nervig das Geräusch, aber...
kein Stunt. Haben die aus der Strickgefahr abfallen. Jetzt wir dafür durch Siebter. War eine blöde Idee. Egal, wir holen wieder auf. Ich nutze mal ein bisschen den Boost. Wenn ich noch nicht ganz früh habe. Den brauchen wir. Das war auch eine Idee, so durch die Straße dann nochmal gegen die Autos. Gab es ja Mario Kart auch. So zweite Runde zum Lift. Und zweite Abfahrt. Und ich drehe um 10. Muss man den Boost auf das benutzen. Sehr schön. Das sieht übrigens auch, wenn wir einfach die Taste drücken, obwohl wir den Bus nicht haben. 23, 24, 25, 35. Ich kann die ganze Z-Piste spammen. Achso, machen wir auch den. Interessant, so machen wir den Schwinger. Wir fallen raus. Fünfter. Hier nicht so viele Sprünge machen. Das bringt doch Boost. Wir wollen noch Erster werden. Oh nein. Da kommt nicht ein Boost. Absahn. Auf dem zweiten Platz, auf dritten. Na komm. Oh, das ist das Ziel, na komm. Zweiter wenigstens. Oh, nice. Naja, erster nicht, aber zweiter ist doch etwas. Nee, nur der Snow die Mountain, jetzt die Snowman Slope, das hat man auch noch nicht. Wir hatten Snowy Mountain. Den hatten wir schon. Dann machen wir den hier noch. Das ist mal das Pinguin. Geht's. Die dritte Route noch. Okay, wir müssen uns da mehr drehen, um da eine Bunde zu kriegen.
Couch. Schneemann. Den Boost wieder aufzuholen. Dritten Platz sind wir dann erster. Autsch. Studie gebient. Komm, Boost. Abstand. Das sind so die Bananen. Steht online. Jetzt bin ich Erste, deswegen gibt es die ganzen Items ab. Passieren. Und auf geht's. Erste Runde. Zweite Runde, ich komme. Das ist nur ein Brett. Spieler fehlt. Bin ich dann vorbeigefahren. Was ist mit dem Waschbär hinten los? Ist ganz ausgeschieden. Nicht stehen bleiben. Hab ich kurz stehen geblieben, jetzt wieder Dritter. Oh nein. Das war ein Luftballons, also 6. Oh Gott. Feuerwerk. Na komm, weg hier. Oha. Der Radius. Ich kriege gleich wieder Luftballons ab, oder? Au, Mann! Jetzt aufstehen, weiter! Boost. Ach komm! Das wird hier unfair. Aufholen. Er hat gewinnt. Wer ist doch? Oha. Explosion. Pflanzt jemand Bomben? Oh, ich bin reingerast. Komm, Boost kassieren. Natürlich kurz zum Ziel hier noch Bomben. Jupp, Erster. Zwei Goldmedaillen.
Eine Silber. Ist doch ein. Das ist doch ein Erfolg. Joa. Macht doch Spaß, Spiel. Slope Crashers heißt das. Wenn ihr es auch spielen wollt, weil durch die Demo runter Wunschlisten und sich gefallen hat. Ich denke, es ist ein guter Fundraiser. Ich werde es mir gleich mal Wunschlisten. Das hier muss durch mal für Sonntag auf. So nur geguckt. Würde ich mal sagen, spielen wir noch das hier. Wir machen danach Schluss. Okay. Jahrhundert after several untrue collapse of the world as we know which rendered the surface of the planet in the region in 1%. Okay. Untrue. Sieht ein bisschen ernst aus. Tengo miedo. Me voy a caer. No quiero. No me atrevo. ¿Estarás siempre conmigo? Siempre estaré a tu lado. ¡Nid, salta! ¡Corre! Volveré. Wake up. Okay, wir sind hier diese Figur. Collectible. Oha. Nietzsche, hermano, ¿dónde coño estás? Te dejé una papa caliente en el bar de prisa. Tienes que llevar a la central, no a la joda. Witzig. Gut bewacht. Okay, wir können uns nur zweidimensional bewegen. Da sehen wir die Lage. Bisschen cyberpunkig. Das ist der Apokalypse, das Zukunft, so ein sehr viel Neon, wie ich hier gerade sehe. Das ist so ein bisschen runtergekommen. Roboter. Ja, es ist. D1. Wir müssen jetzt fliegen. Roboter nicht kommen. Die Drohne hier. Dolor en el pecho, locura incesante, disipa las dudas con fuerte calma. Quieres irse lejos, vivir al margen, espera paciente a que llegue su chance. Yeah.
Bitch. Grito de socorro, no encuentra el modo. Ya no cree en nadie, lo ha perdido todo. Uf, das ist auch wirklich okay. Adorando al líder. Él no quiere servirle, es un hombre libre. Alma crisis adorando al líder. Kann ja nichts machen. Oh Gott. Sturm. Escape keyboard, escape graphics. Sieht doch gut aus. Language. English. Spanish. Mach mal ein bisschen leiser. Sieht man mit definitiv sehr viel leiser. Ja, so dürfte es doch in Ordnung gehen. Ich hoffe, wir müssen. Es jump up one. Agitando el pañuelo, la diosa es para siempre el dolor pasajero. Siempre solo doblando esquinas, pintas escondidas, nombre de pila. No tiene miedo, bala perdida. Prefiere estar muerto que muerto en vida. Gefährlich hier. Él no quiere servirle su nombre libre. Alma crisis adorando al líder. Oye, mamá, huevo te mataron. Ok, es muy snob, es muy bien. Sonntag, ich habe einen guten super Postbote, Lieferservice. Mit unserer Rucksack. Okay, nicht mehr rennen. Nicht mehr springen. The fuck ist das? So. Da durften wir jetzt keinen Fehler machen.
rechte Maustaste zum Sliden, okay. Ah, mit der linken Maustaste können wir jetzt angreifen. Sieht doch toll aus, das Spiel hier bis jetzt. Wir sollten uns ducken, aber wie? Ich weiß doch nicht, wie man sich duckt. Also sliden. Zu früh. Zu spät. Muss man dranbleiben. Und rechtzeitig abspringen. Die Musik ist ja, da wird mir nicht alles weggeklemmt hier. Oh, hätten wir so können. Und jetzt auch noch springen und der wird zu holen und auch ist zu viel hier. Man ist gleichzeitig am besten. Konzentrieren, oder Scheiße, Mann. Ja, muss man hier ein bisschen abtimen. Le sigue en drones su rastro en reflex quieren clones siempre callado siempre vendado siempre tras sus talones no esperen que calle que siga aguantando esta puta mentira de rato y no parar hasta saber la verdad para luego inundar sus cloacas sus tapas estudiantes que marcan frecuencia en las ondas esquivas que ya arrastra varias horas de cambios und runter hier gekommen. Oh, das Ganze nochmal 500 natürlich. Was für ein vierer Checkpoint hier. Nicht. Wahrscheinlich waren wir auch noch kurz vom nächsten. Na komm. Das ist aber unfair. Ach, komm, das ist das letzte. Oh, geht. Das letzte überrascht, das ist unfair. Das ist aber überraschend. Und direkt reingesprungen. Als ob. Kurz nicht aufgepasst. Na komm, ach, warum ist. Läuft nicht lang. Langsam verliere ich hier die Konzentration. Was denn? Darf ich nicht springen oder was? Okay, doch, ich muss da springen. An der richtigen Stelle. Und zu früh und nicht zu spät. Ist zu spät. Ach, komm.
hier. Als ob das nicht gezählt hat. Ich bin nachlässig. Zu früh gesnidet. Nervig. Und hier! Jetzt werde ich hier von der Drohne erledigt, oder was? Checkpoint, bitte! Checkpoint! Ach, komm! Komm, dieser Checkpoint, der ist doch... Das ist doch wirklich fies. Haben wir das schon so weit geschafft. Auch die Weise, wie wir Schaden kriegen, etwas sehr funkiges. Bis dann der Bildschirm rot wird. Ojo de halcón fluyendo quemando piedrón días de desierto en esta prisión. En esta prisión joder de piedra y cartón. Emprende la lucha contra la represión. Ya no puede aguantar. Sangre con sangre se paga. Tu próximo objetivo es la cúpula. Allí te espera la persona que nos llevará a la victoria. Tranquilo, cuando la veas, sabrás quién es. Todos me llaman Señor Blanco. Y soy un discordante. ¿Qué eres tú, Nietzsche? Ach, du schon, du wirst nur denn jetzt hier. What the fuck ist das? Oh, noch jetzt senkrecht. Wo willst du mich? Der hätte ich jetzt runterziehen, wie hätte ich das denn sehen sollen? Das ist ja alles verkehrt. Verschwimmt die Realität für dich. Ich glaube, die Jungen muss unten Gas eingeatmet haben.
Man sieht cool aus, aber... Als ob das jetzt ein Tod war, am Ende. Das sah aus, als wäre es storybedingt. Hätten wir da hingemusst. Und runterrennen oder was? Manchmal ein bisschen unfair, aber insgesamt. Finde ich auch wieder cool. Ja, was hätte ich denn da machen sollen? Ich verstehe es nicht. Ducken? Springen bringt es auch nicht. Wahrscheinlich ducken. Springen habe ich versucht, einfach weiterlaufen habe ich versucht. Und ich glaube, dann versuche ich es mit Schlagen. Ja. Was zum Ficken? Ich verstehe nicht, was wir da machen sollen. Was wird das Spiel von einem? Hier ist der Nebel, den wir einatmen. Durchlaufen kann man nicht. So kennt man das ist krass. Jetzt schnarre ich doch mal an der Stelle. Hä, was? Ja, sorry, da blicke ich fast nicht. Irgendwo hinspringen oder so. Dann wäre ich irgendwie nach oben gesogen, wenn ich falle. Also mein Tipp nach unten springen. Ich falle nach oben, wenn ich verkämpfe. Ist das abgefahren wird. Ja, was denn? Sorry, ich hab da keine Ahnung. Ja, aber sonst. Schönes Spiel. Aber ansonsten, kam ich nicht weiter mit. Ja, das behalte ich mal im Auge. Sieht nicht schlecht aus. Vielleicht können wir es noch mit Trailer angucken. Nee. Vielleicht wurde es da gezeigt, was wir wegmachen sollen. Nur hier ist der, wird natürlich nicht gezeigt.
Eindruck ist das Spiel. Sehr spannend. Mischt es euch, wenn es euch gefällt. Und unterstützt den Entwickler damit. Gut, Camper Van kriegen wir uns dann vielleicht für morgen auf, für Sonntag, der letzte Tag der Gamescom. Jo, ich würde sagen, für das soll es gewesen sein. Ich kriege mal ab in die Endcard. Dann wählen wir noch hin. Wir sehen uns morgen schon wieder zum letzten Tag der Gamescom und in die Arena Booth Online. Jo, so der Plan.